Das hier ist die brandneue Halle 11 der Messe Dornbirn. Es wird hier bald Mario Barth stehen. Heute bin halt ich da. Andersrum. Also mit Schriften kenne ich mich aus. In jeder Sekunde greifbar, ohne dabei das Sofa überhaupt noch verlassen zu müssen. Ich bin ein echter Fan von Netflix. Die Zahlen steigen stetig an. Ich bin ein absoluter Spotify-Fan. Ist ja auch nicht immer alles geil. Ich bin ein Fan von Bergfix. So, das bin ich. Schau, jetzt wird's lustig. Hoch. Einen halben Tag Benutzung und dann kann man das schon gut lösen. Das Zeitalter der Digitalisierung entmenschlicht uns. Wann waren Sie das letzte Mal im Fitnessstudio? Was willst du? Barbecue? Ja, das sind so die 18- bis 24-Jährigen, die gerne saufen gehen. Genau, durch die Bank weg. Ziemlich oberflächlich. Snooze-News, publizieren fürs Badezimmer, Bathroom Publishing, Pee-Breaking News, 5 Minuten auf der Toilette. Naja, wer ist halt in die Hose gegangen? Es ist wirklich eine Parallelwelt. Man kann auf Wildschweinen nicht reiten und Füchse tragen keine Sonnenbrille und sowieso, der Vogel sieht auch scheiße aus. Das hilft uns in der Produktentwicklung überhaupt nicht. Es blinkt hier knallrot jetzt. Ich muss schneller reden. Das Ganze ist größer geworden, die Speaker sind noch namhafter, tolle Sache. Die Veranstaltung gefällt mir sehr gut. Viele tolle, coole, interessierte Leute zum Thema Digitalisierung, Zukunft. Gibt es im Vorarlberg und im Bodenseeraum kein Format in dieser Größenordnung und bin richtig stolz auf die Geschichte. Ja. Der Ausblick in diese vernetzte Welt, auch als Smart Home zu Hause, gut und auch erschreckend, wo sich das alles hinentwickelt. Man muss halt für sich von allem das Beste rausziehen. Es sind sehr spannende Vorträge und mit vielen Inspirationen für meine Arbeit jetzt. Meine Töchter haben mich auf den Herrn Mattis, muss ich ganz speziell anschauen. Da haben mich meine Töchter gebrieft. Es ist sensationell, super organisiert. Wir haben es draußen im Sonnenschein fein. Dinner, super Vorträge, total spannend. Neue Erkenntnisse. Also rundum glücklich und zufrieden. Hey! Ja!